Versklavung in der heutigen Zeit kann man sich kaum bis gar nicht vorstellen. Doch Versklavung ist sogar in unserer Zeit noch ein lang nicht vergangenes Thema. Darum soll es im heutigen Video gehen. Bevor wir die heutige Zeit beginnen anzustacheln, müssen wir einen kleinen Blick in die Vergangenheit wagen, um genau zu sein, an den 28. August 1963. Nun, wer von euch hat im Geschichtsunterricht zugehört? Denn am 28. August 1963 hielt der Freiheit- und Friedenskämpfer Martin Luther King eine atemberaubende Rede, welche von da an die Geschichte der Versklavung beeinflussen sollte. Denn er sollte für die Sklavenhändler die Augen öffnen und ihnen zeigen, dass die Menschen, welche diese als Sklaven halten, nur als Ware angesehen werden, doch diese Menschen auch nur menschliche Wesen sind. Seine Rede beschreibt teils die Gesellschaft, welche wir heute vorgelebt bekommen. Wörtlich sagte er: "I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together on a table of brotherhood." Das bedeutet auf Deutsch so viel wie: Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhändler miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Meiner Meinung nach hatte Martin Luther King Jr. mehr als recht den Dingen, welche er an diesem Tag äußerte. Aber wer nun denkt, dass es heute keine Sklaverei mehr gibt, liegt damit total falsch. In großen Unternehmen, welche erschreckend günstige Kleidung produzieren, wird meist im Ausland produziert. Die Bedingungen in diesen Firmen sind schrecklich, denn die Arbeiter in diesen Firmen im Ausland werden weder vernünftig bezahlt, noch haben diese eine Art Anspruch auf Pausen und erst recht nicht auf das Recht, sich auf die Menschenrechte zu beruhen. Man zahlt ihnen so gut wie kein Geld und somit werden diese Arbeiter auf schrecklichste Weise als wertlos abgestempelt. Sie dürfen während ihrer gesamten Arbeitszeit nicht einmal reden. Nun ist es so, dass uns das Grundgesetz hier in Deutschland von Sklaverei und Ausbeutung bewahren sollte. Doch ist dir wirklich so? Ja, schon. Allerdings ist es so, dass bei uns in Deutschland eine Art von Sklaverei, welche oftmals von Gangsterbanden oder der Mafia ausgeführt wird. Denn diese Zusammenschlüsse von Menschen haben furchtbare Vorstellungen, wie sie ihr Geld verdienen können. Dem BND, sprich dem Bundesnachrichtendienst und der Polizei in Deutschland, ist bekannt, dass sich diese Menschen oftmals Leute aus Eurasien entführen, diese nach Deutschland bringen und sie dazu zwingen, Dinge zu tun, welche sie nicht machen wollen. Ihr wisst, was ich meine. Nicht einmal zur Polizei können sie gehen, weil sie sich dadurch selbst in Gefahr bringen können. Wenn dies einem klar wird, ist es ziemlich krank, dass wir im 21. Jahrhundert leben und es noch nach der atemberaubenden Rede von Martin Luther King Jr. eine Art der Versklavung gibt. Das bedeutendste Grundgesetz hier in Deutschland ist Paragraph 1 Absatz 1 bis 2 des deutschen Grundgesetzes, welches lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlich und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gleichheit in der Welt. Der Absatz 3 des ersten Paragraphen ist auch wichtig, aber im Moment in dieser Thematik nicht erwähnenswert. Eigentlich wisst ihr, also meine aufmerksamen Zuschauer, dass ich kein wirklicher Fan von Donald J. Trump bin. Aber weil er dem Januar 2018 als nationalen Monat der Unterbindung von Sklaverei und Menschenhandel ernannte, ist diesmal ausnahmsweise erwähnenswert. Also Mr. President, well done. Allerdings stellt sich die Frage, ob dies wirklich so viel an dem Ganzen ändern kann. Aber es ist schon mal ein guter Anfang. Was haltet ihr von der Aktion von Donald Trump? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal!